Wir haben den neuen Hyundai IONIQ 5 bei extremer Hitze, Dauerregen, in der Nacht und bei Schmuddelwetter für euch getestet. Und das hier ist der Testbericht. Es gibt außerdem noch ein paar Specials und nostalgische Momente. Herzlich willkommen bei einem Inside Driver Elektroautotest. Ja, die erste Frage, die sich viele beim IONIQ 5 wahrscheinlich stellen, betrifft den Hinterradantrieb. Denn wer die reichweitenstärkste oder auch die günstigste Variante des IONIQ 5 haben möchte, der wählt den Hinterradantrieb. Aber genau genommen ist es kein Hinterradantrieb, sondern ein Heckantrieb. Denn der Motor, der Antriebsmotor und die angetriebenen Räder befinden sich hinten. Daher spricht man von einem echten Heckantrieb. Wäre der Motor vorne und die angetriebenen Räder hinten, spricht man von einem Hinterradantrieb. Und von seiner Bauart an sich ist der Heckantrieb schon mal viel stabiler, als ein Hinterradantrieb ist. Denn das Gewicht befindet sich auf der Hinterachse. Die Gewichtsverteilung des Autos ist besser. Und wir haben einfach durch das Gewicht hinten auf der Hinterachse mehr Grip auf der Straße. Die große Frage ist aber, muss man sich mit dem Hinterradantrieb IONIQ 5 bei nasser Fahrbahn, Schnee, Regen Sorgen machen? Nun, bei Schnee haben wir es noch nicht ausprobieren können, aber dafür bei extrem nasser und rutschiger Fahrbahn. Ich bin hier in eine ganz enge Kurve gefahren, habe voll eingelenkt und bin im ungünstigsten Moment voll ins Strompedal gestiegen und nichts ist passiert. Der IONIQ blieb enorm stabil und ist nicht ausgebrochen, hat die Kraft aber auch nicht zu sehr reduziert. Man kennt es ja von anderen E-Fahrzeugen, die reduzieren enorm die Kraft. Der IONIQ 5 behält seine Kraft und das gefällt mir persönlich enorm gut. Nun, wie kann das nun sein, wird sich vielleicht der ein oder andere von euch jetzt fragen. Physik ist doch Physik und wenn ein Rad keine Haftung mehr hat, dann dreht es durch oder blockiert es zum Beispiel. Ja, das ist auch korrekt, aber es gibt ja von Hersteller zu Hersteller Unterschiede und also bei den Systemen, die das verhindern, aber auch manchmal von Auto zu Auto. Und das am besten kann ich euch das anhand des Kampschen Kreises zeigen. Wenn wir hier die Antriebskräfte darstellen, hier die Bremskräfte und hier wären das dann die Seitenführungskräfte. Das bedeutet, wenn ich mit einem Fahrzeug beschleunige, ja, die Beschleunigungskraft wirkt in diese Richtung und irgendwann hier oben hat das Rad keine Haftung mehr. Wir sind über der Haftgrenze. Das bedeutet, das Rad dreht durch. Ja. In umgekehrter Richtung geht es natürlich auch beim Bremsen. Hier geht noch alles gut. Irgendwann verliert das Rad eben seine Haftbarkeit und es blockiert. Ja. Den Fall haben wir dann da, wenn das Rad hier blockiert. Und da gibt es Systeme, eben, die dagegen wirken. Das ist zum Beispiel das ABS gegen Seitenführungskräfte und andere Systeme. Gibt es dann auch noch das ESP zum Beispiel und die Anti-Schlupfregelung. Die gibt es auch, dass die Räder nicht durchdrehen zum Beispiel, wenn wir beim Starten zu schnell wegfahren. Und hier gibt es natürlich Unterschiede. Nicht jedes ABS, nicht jedes ESP ist gleich. Und von Hersteller zu Hersteller wird das anders reguliert. Es kann auch sein, dass ein Fahrzeug hier viel, viel genauer mit der Sensorik arbeitet als andere. Und meines Erachtens war der IONIQ 5 hier herausragend gut, indem wir die Kraft zurücknehmen. Der nimmt die Kraft nicht brachial komplett zurück, um übersicher zu gehen, sondern er ist sehr, sehr fein hier justiert. Und das finde ich einen besonders guten Aspekt vom IONIQ 5. Was passiert aber, wenn man die Stabilitätskontrolle ausschaltet? Man kann hier diesen Knopf hier betätigen, Stabilitätskontrolle aus. Ja, dann lässt sich der IONIQ 5 auch ganz kurz aus der Fassung bringen, aber er dreht sich nicht vollständig ein oder wird unkontrollierbar, sondern für einen kurzen Moment kommt das Heck, aber er stabilisiert sich nachher gleich wieder. Und die schlechte Nachricht ist für alle, die mit dem IONIQ 5 driften wollen, ihr werdet es nicht so einfach haben. Die gute Nachricht ist, trotz Heckantrieb bleibt der IONIQ enorm stabil und das ist wichtig, gerade wenn man keine fahrtechnischen Fertigkeiten besitzt oder eine Heimstrecke hat, die normalerweise für einen Hinterradantrieb bisher nicht geeignet war. Mit dem IONIQ 5 braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wenn ihr auf ganz Nummer sicher gehen wollt, schnappt euch doch den Allradantrieb. Ja, schauen wir uns mal die Besonderheiten an am IONIQ 5. Die wohl auffallendste und markanteste Besonderheit ist seine optische Darbietung. Er erscheint wie eine Science-Fiction-Ikone aus den guten alten 80er und 90er Jahre Filmen. Am Tag sieht das kantige Design schon imposant aus, aber in der Nacht entfaltet es seine volle Pracht. Ein bisschen Regen dazu und man fühlt sich direkt neben Harrison Ford in Blade Runner oder neben Marty McFly in Zurück in die Zukunft.
Ja, man bekommt mit dem IONIQ 5 also nostalgische Gefühle inkludiert. Er sieht einfach auch richtig gut aus, das muss man schon sagen. Aber nicht nur, dass er gut aussieht, er hat auch extrem gute technische Werte. Nämlich wahlweise Hinterradantrieb oder Allrad durch Permanent-Synchron-Elektromotoren. Die Leistung zur Auswahl von 170 bis 305 PS. Dadurch die Beschleunigung von 8,5 bis 5,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit immer bei 185 km pro Stunde abgeriegelt. Bei der Batterie zur Auswahl 58 oder 72,6 Kilowattstunden, dadurch WLTP 384 km in der kleinsten Version bis 480 km in der größten Version mit Heckantrieb, 1600 Kilogramm maximale Anhängelast. So, was euch Vivienne noch nicht gesagt hat, es ist wahnsinnig heiß. Seht ihr, wie ich schwitze? Ja, ich meine aber was ganz anderes, und zwar die 800 Volt Plattform, auf die der IONIQ steht. Ja, die Batterie kann mit 800 Volt Spannung umgehen und das bedeutet extrem hohe Ladezeiten, also von 10 auf 80% in 18 Minuten, und das ist für die Klasse von Fahrzeug sagenhaft. Wir kommen zu dem Thema aber genauer später. Jetzt möchte ich nämlich über die beiden Elektromotoren reden. In der Allrad-Version sind ja zwei Permanent-Synchronmaschinen verbaut. Das ist jetzt nicht die Ideallösung, aber bedeutet natürlich, dass wir in der Allrad-Version etwas weniger Reichweite haben als in der Heckantrieb-Version. Nichtsdestotrotz haben wir in der Allrad-Version dann bis zu 305 PS. Das macht Spaß. Wer aber noch mehr PS haben will, der wartet auf den Hyundai IONIQ 5N. Der hat dann um die 600 PS und schafft die 0 auf 100 in ca. 3,5 Sekunden. Damit verblasst man so circa auch die besten Sportwagen auf der Ampel. Nicht alle, aber ziemlich viele. Ja. Wer genauere Details dazu haben will, der wartet auf den Kia EV6 oder sieht sich dabei den Kia EV6 GT an. Der steht ja auf derselben Plattform und hat ähnliche technische Daten. Warum dieselbe Plattform? Ja, Kia gehört ja zu Hyundai Motor Group und gemeinsam haben sie die eGMP-Plattform entwickelt. Und diese Plattform ermöglicht es beim Hyundai IONIQ 5, die Vorteile eines Elektroantriebs richtig auszuspielen. Eine davon ist ein Frunk. Jawoll! Und zwar hier in der Heckantriebversion 54 Liter, also doch ein größerer Frunk. In der Heckantriebversion gibt es dann nur 24 Liter, aber das reicht allemal für ein Typ 2 Ladekabel und das macht Spaß. Ein weiterer Vorteil der eGMP-Plattform ist der große Radstand. Hier beim IONIQ, seht euch das mal an, 3 Meter Radstand, exakt 3 Meter. Und das bedeutet auf der Autobahn sehr, sehr ruhige, selbst bei hohen Geschwindigkeiten, ein sehr ruhiges Fahrverhalten. Ja, aber auch mehr Platz im Innenraum. Bezüglich der Autobahn, wir haben ein eigenes Video gemacht, Autobahntest, Assistenzsysteme, Reichweite und Verbrauch bei 130, 120 und 100 km/h. Hier oben verlinke ich euch das Video. Bezüglich des Platzes im Innenraum, schaut euch mal diese Türe an. Ja, das ist möglich durch einen weiten Radstand, aber schauen wir mal in den Innenraum. So, die Türe ist wirklich lang ausgefallen. So eine lange Türe habe ich in dieser Fahrzeugklasse noch selten gesehen. Ist eher dann bei 7er BMW oder sowas üblich. Auf jeden Fall, man merkt sofort im Faux hier wahnsinnig viel Platz. Ja, der Sitz ist vorne auf mich eingestellt. Ich bin 1,78 groß und hier habe ich zu meinen Knien jede Menge Platz. Ich mache mal hier zu. Und nicht nur jede Menge Platz, wir haben auch keinen Kardantunnel, natürlich Elektroauto-Plattform. Und dadurch, schaut euch das an, hier kann man einfach rüberrutschen. Man kann sich es hier richtig gemütlich machen und man kann die Sitze auch in ihrer Position verstellen. Das bedeutet, schaut mal hier, da gibt es einen Griff und dann kann ich einfach sagen, okay, gute Nacht, ich mache, wow, das ist richtig cool. Also hier hinten so eine angenehme Sitz- oder auch Schlafposition in diesem Fall zu haben, ist fantastisch. Aber nicht nur das, man kann natürlich in diese Richtung auch und man kann das auch in der Position nach vorne verändern, soweit ich weiß, in der Version nicht, muss man sich extra dazu nehmen, aber die ganze oder die Hälfte der Sitzreihe lässt sich nach vorne schieben und dadurch hat man einfach mehr Platz im Kofferraum. Alle Details zu den Frunk- und Kofferraumabmessungen habe ich euch in diesem Video hier verlinkt, haben ein eigenes Video darüber gemacht und jetzt schalte ich zu Vivienne und sie zeigt euch, wie sich der IONIQ 5 so fährt, die Fahrmodi und die Rekuperationsstufen. Los geht's! So, ich nehme jetzt auch mal Platz. Und man merkt gleich, es ist ein wirklich tolles Raumangebot. Also es ist offen, es ist freizügig. Man kann diese Mittelkonsole hier auch nach vorne und nach hinten verschieben. Auch hier gibt es keinen Mitteltunnel. Das heißt, ich könnte sogar durchrutschen. Und das macht einfach was fürs Raumgefühl. Und ich muss sagen, die Materialien, die verwendet sind, sind auch viel besser als erwartet. Also das Lenkrad zum Beispiel, das fühlt sich richtig hochwertig an. Diese Bildschirme sind hochauflösend, natürlich auch dann total schnell.
im Reagieren. Das Einzige ist, dass jetzt in dieser Ausstattung Hartplastik in den Türen ist. Aber bevor wir jetzt zu weit in die Innenausstattung gehen, fahren wir doch endlich mal los. Also vorab, er fährt sich richtig gut. Und das liegt auch daran, dass die Fahrmodi so gut ausbalanciert sind. Wir haben hier drei Fahrmodi, nämlich Eco, Normal und Sport. Und man merkt es nicht nur am Verbrauch, sondern auch an der Sensitivität des Fahrpedals. Und ich kann sie sehr leicht erreichen, denn es gibt einen Knopf, der heißt Drive Mode. Und da kann ich durchschalten, Normal, Sport. Und wenn ich jetzt in Eco wäre, dann könnte ich noch sagen, ob die Klimaanlage auch reduziert werden soll oder die Heizung. Und wenn ich im Sportmodus bin und da beschleunige, fahre ich mal kurz links rüber, dann kriegt man eben auch den Beschleunigungspunch, wie es ihn bei Elektroautos gibt. Und das macht richtig Spaß. Cool ist auch, dass man die Rekuperationsstufen, was ja bei Elektroautos auch so eine Besonderheit ist, nämlich die Zurückgewinnung von Energie durch Rekuperation, dass ich die am Lenkrad habe, nämlich durch WIP-Schalter. Und es gibt 4 Stufen, 0 bis 3. Und dann gibt es noch was ganz Besonderes. Wenn ich nämlich ganz hoch schalte in der Rekuperation, dann komme ich auf iPedal. Und iPedal bedeutet One-Pedal-Drive. Das heißt, er würde tatsächlich auf 0 runtergehen und dann auch halten. Generell fährt er sich total knackig und man sitzt viel höher als erwartet. Also man hat eine richtig gute Übersicht übers Fahrgeschehen. Und eine Sache, die uns jetzt noch aufgefallen ist, die wirklich fantastisch ist, es ist gerade sehr heiß. Das heißt, wir benutzen sehr viel Klimaanlage. Und diese Klimaanlage hat richtig Power und verbraucht aber trotzdem nicht sonderlich viel. Also das ist ein Pluspunkt, vor allem an heißen Tagen. Und nochmal zur Rekuperation. Ab und zu sollte man schon die Bremsen verwenden, ne? Sonst rosten die nämlich, also auf der Autobahn auch mal auf die Bremse drücken und nicht nur im iPedal-Modus fahren. Was nicht ganz so ideal ist, ist meines Erachtens noch die Navigation. Da kann man noch ein bisschen feintunen, denn sobald man ein Ziel außerhalb der Reichweite eingibt, werden einem nicht Ladestationen vorgeschlagen, sondern man muss sie selbst anhand einer Liste suchen. Und ja, das geht meines Erachtens besser, so wie auch andere Hersteller hier bereits zeigen. Aber was sehr gut funktioniert, das sind auf jeden Fall die anderen elektroautospezifischen Einstellungen. Die Visualisation ist schön, die Akkudarstellung mit Prozentanzeige ist gut. Man kann hier geplantes Laden, Zieltemperatur einstellen und auch die maximale Ladeleistung 190, 80 bis 50% runterregulieren, sowohl AC als auch DC. Es gibt hier auch Wintermodus, Standmodus und viele weitere Einstellungsmöglichkeiten. Plus, wenn man Vehicle to Load nimmt, gibt es hier diesen schönen Button Energietransfer Vehicle to Load. Und hier kann man auch wählen, wie weit er das Auto entladen soll. Durch entweder wenn man den Strom an andere Elektroautos abgeben möchte, an das Haus oder an irgendwelche technischen Geräte, sowohl im Innenraum, die Steckdose, Schuko-Steckdose würde dann hinten im Fond sein, oder durch einen Adapter außen am Ladestecker hier. Das finde ich ziemlich gut gelungen. Was mir persönlich weniger gefällt, ist die Mittelkonsole. Die ist ziemlich offen, wie ihr das hier sehen könnt. Und ja, die Dinge liegen hier so herum. Und wenn man dann, man füllt den Platz auch einfach mit der Zeit und es sieht dann ein wenig chaotisch und vollgeladen hier aus. Ist nicht so mein Stil, aber das ist Geschmackssache. Ich bevorzuge so ein Cockpit-ähnliches Gefühl, zumindest in der vorderen Sitzreihe. Hinten habe ich es auch gerne sehr, sehr offen. Was ich auch noch lustig fand, ist hier dieser Türgriff. Ich wusste am Anfang nicht, wo greife ich jetzt die Tür an, um sie zu schließen. Habe das dann so gemacht, das funktioniert natürlich nicht. Der Griff ist natürlich hier, aber nach 2-3 Mal fahren mit dem Ioniq ist das klar. Ja, was manche noch bemängeln, das ist der Wendekreis. Das sind nämlich 12 Meter. Das ist klassenüblicher Durchschnitt. Ich weiß, es gibt auch tolle Elektroautos, die können 10,2 Meter. Und man muss sagen, hier wäre es auch möglich gewesen, ne? Beim Heckantrieb wäre in den Radkästen noch Platz gewesen. Für mich kein großes Manko, aber wenn man es gewohnt ist oder viel eben in Garagen und in der Stadt unterwegs ist, dann kann es relevant werden. Ja, der Ioniq 5 ist für mich der ideale Reisebegleiter. Er funktioniert gut im Überland, er kann auch gut in der Stadt funktionieren und auf Reisen ist er ein fantastisches Elektroauto, dank seiner schnellen Ladezeit. Hier am HPC-Charger laden wir von 10% auf 80% in nur 18 Minuten und das ist fantastisch und möglich dank seiner 800 Volt Systemspannung. Dazu komme ich gleich. In 5 Minuten soll das Elektroauto nämlich 100 Kilometer Reichweite dazuladen können und das haben wir natürlich ausprobiert. Wenn das Video online ist, verlinke ich euch das hier oben und da laden wir schneller als so manch anderer tanken kann. So, 800 Volt Spannung. Normalerweise in den meisten Elektroautos, gerade in dieser Klasse, finden wir 400 Volt Spannung. Der Ioniq hat 800 Volt. Das bedeutet,
Eine HPC Charging Station wie Ionity lässt maximal 500 Ampere Stromstärke zu. Und wir wissen ja, Ampere mal Volt, also Stromstärke mal Stromspannung, ergibt die Watt, die wir in das Auto hineinladen können. 500 mal normalerweise 400 Volt würde maximal 200 kW Ladeleistung zulassen, wenn es das Elektroauto zulässt. Der Ioniq würde rein rechnerisch 400 kW sogar zulassen. Ja? Doch Ionity begrenzt die Ladeleistung ja mit 350 kW und auch der Ioniq 5 begrenzt natürlich seine Ladeleistung. Derzeit lässt er maximal 232 kW zu. Und wie lange er diese maximale Ladeleistung aufrechterhält, das ergibt dann unsere Ladegesamtzeit. Und dazu gibt es immer eine schöne Ladekurve. Wir haben auch hier eine von Inside EVs. Da sieht man, dass bei 10% Akkuladung geht es rasant bergauf auf 200 kW, danach noch weiter auf 232 kW, bis er dann bei um die 22% auf 180 kW zurückfällt, aber fast bis zu 80% einen hohen Ladewert aufrechterhält. Damit ist der Ioniq 5 ideal geeignet für längere Strecken und in 18 Minuten ist er wieder mit einer fast vollen Ladung ready für die nächste Fahrt. Eine weitere Besonderheit ist, Strom auch durch das Auto abzugeben, eine riesige Powerbank sozusagen. Wir haben hier als Option, gibt es eine Steckdose hier, in der Version haben wir jetzt leider keine, aber hier gibt es optional eine Schuko-Steckdose dazu für Laptop und ja, weitere Sachen natürlich, alles was mit Strom funktioniert. Und wenn man Vehicle-to-Load dazu nimmt, gibt es hier dann auch noch einen Adapter dazu, wo wieder eben eine Schuko-Steckdose rauskommt, mit der man alle möglichen Sachen anschließen kann. Und das ist ideal zum Campen, zum Reisen, aber auch für Notfälle und den Alltag. Denn bleibt jemand mit dem Elektroauto liegen, schnalle ich mir die Helferjacke an und gebe und spendiere ein wenig Strom oder Stromausfall in der Siedlung, im Haus und ich habe mein Auto, das mir zum Kochen verhilft oder zum Heizen oder was auch immer. Aber auch beim Campen. Ideal, den Fernseher, einen Kühlschrank und was auch immer anzuschließen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr anschließen würdet, wenn ihr Vehicle to Load hättet. Als ich mit Chris das Video Kameniak gedreht habe, hat er mir verraten, dass er am liebsten den Gasgrill ansteckt. Aber was ist bei euch so? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, ein Solardach gibt es beim Ioniq auch optional, genauso wie ein Panoramadach. In dieser Version haben wir jetzt keines von beiden, sondern das ganz normale Dach. Im Solardach ist spannend, denn wir können hier Reichweite hinzuladen, selbst wenn das Fahrzeug nur in der Sonne steht und wo parkt. Finde ich extrem cool. Und wenn wir hier ein bisschen ins Detail gehen, ist es so, dass wir 205 Watt pro Stunde maximal durch die Sonne in das Fahrzeug hineinladen können. Das bedeutet, das sind 0,2 kW pro Stunde und bei einem Nennverbrauch, die Hyundai hier angibt, beim Ioniq 5 von 16,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer wäre das ungefähr ein Kilometer, den wir nach dieser Stunde damit fahren könnten. Das heißt, 5 Stunden Sonne stehen würde bedeuten, dass wir um die 6 Kilometer mehr Reichweite hätten mit dem Ioniq 5. Und ja, das ist jetzt nicht die Welt, aber durchaus cool. Boah, wäre es da nicht schön, ein Video, einen Test, Auto, Ioniq bis 0% leer fahren und dann in die Sonne stellen und warten, bis man wieder weiterfahren kann. Cooles Video, oder? Ein Sommertrip nur mit der Sonne. Wohin die Sonne uns führt oder so. Aber wahrscheinlich nicht weit bis zum Vorgarten oder bis zum Ende der Stadt oder sowas. Naja, sprechen wir mal über die Preise. Den Ioniq 5 gibt es ab 40.000 Euro. Und diese Version, so wie sie hier steht, falls es euch interessiert, ist mit Wärmepumpe, mit Sitzpaket und kommt dann auf 56.000 Euro. Wer das nicht sofort ausgeben möchte, da gibt es eine coole Alternative und zwar das Langzeit-Abo von InstaDrive. Das ist ziemlich cool, da ist alles inkludiert. Wartung, Versicherung, Achtfachbereifung und die Förderabwicklung. Ihr spart euch also auch noch Zeit. Und das wichtigste Thema ist der Restwert, denn die Technologie geht derzeit so rasant voran. Man weiß nicht, was in ein paar Jahren sein wird. Und bei InstaDrive, ja, könnt ihr sorglos schlafen, denn die übernehmen komplett das Restwertrisiko. Ich kann euch hier oben auch noch einen Link verlinken, denn da gibt es 5000 Freikilometer als InstaDrive-Abonnent. Schaut mal hier oben rein und ja, bei eurem Abo habt ihr dann 5000 Kilometer mehr. Hier noch kurz die anderen Ausstattungen und Farben. Vollleder in hellgrau, sieht richtig gut aus. Und dann kommt die Tür auch noch in einer weicheren Verkleidung. Nur Stoff gibt es natürlich auch zur Auswahl und Teilleder, wie hier zu sehen. Die Mattfarben finde ich persönlich am besten. Da kommt das futuristische oder Science-Fiction-Design richtig gut zur Geltung. Lucid Blue würde ich dann auch als nächstes bevorzugen und dann die anderen Farben. Aber das ist meine persönliche Meinung. In welcher Farbe und Ausstattung würdest du ihn nehmen? Rein damit in die Kommentare.
Ja, schreibt uns auch in die Kommentare, in welche Konfiguration ihr den Ioniq nehmen würdet, welche Farbe gefällt euch am besten, ja, oder habt ihr schon einen bestellt? Rein damit in die Kommentare und nicht vergessen, abonnieren, liken und Glocke aktivieren. Ja, das würde uns natürlich sehr freuen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und aktiviert auch die Glocke. Wir haben coole neue Videos, die jetzt kommen. Unser Autobahn-Reichweitentest mit dem Ioniq, unsere 5-Minuten-Lade-Challenge, wo wir schneller sind als jemand, der in der Tanke tankt, und unser Fahrsicherheitstraining mit dem Ioniq. Also, schaltet ein beim nächsten Video. Fahrt elektrisch. Und liebt das Leben. Tschüss. Ahoi.